Recht herzlich willkommen zur 25. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal sind wir kleine Stadt geworden. Und ja, diesmal müssen wir dann gucken, dass wir die kleine Stadt auch umsetzen. Und ja, kleine Stadt bedeutet auch gleichzeitig Eisenbahn. Und das wollten wir auch machen. Was ist denn hier los? Da müssen wir mal reinzoomen. Sieht ja irgendwie komisch aus. Hier so Gift oder was ist das? Oh, ein Verstorbener muss transportiert werden. Wir brauchen unbedingt noch einen Friedhof. Wo machen wir einen Friedhof hin? Gute Frage, ne? Ah, hier Parknähe, das ist doch schon mal was, oder? Ein Friedhof. Dekoration? War das Dekoration? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, Gesundheit war das, ne? Da ist der Friedhof, ne? Was ist das? Auch das Krankenhaus. Krankenhaus, Friedhof. So, der Friedhof will natürlich auch eine Straße haben, ist auch klar. Also erst Straße bauen. Machen wir diese Straße dahin. Mit Kurve. Okay, ich sag mal bis. Da wird's nicht gehen. Aber so geht's, ha? Fertig. So, und dann der Friedhof. Da geht er nicht. Und da will er nicht. Das ist aber doof. Gut, dann dahin. Passt. So, jetzt können die Verstorbenen auch transportiert werden. Und daneben können wir noch ein bisschen was arrangieren. Also hier denke ich mal, machen wir es mal ein bisschen grün. Und hier machen wir so ein Café oder sowas noch hin, ne? Da können wir noch einen Zeitungskiosk hin. Und dann brauchen wir noch Wasser wahrscheinlich, ne? Strom nicht, sondern Wasser. Ja, genau so ist es. Direkt unterm Friedhof Wasser lang, alles klar. Naja, passt schon. Jetzt können die da auch die Blumen gießen. Gut, okay. So, wie sieht das hier jetzt aus? Okay, da müssen jetzt nur die Wagen kommen. Riecht wahrscheinlich schon. Aber das kriegen die doch hin. Oh, da hinten, da ist Strommangel, nicht genügend Strom. Das heißt, wir müssen ganz schnell ein Stromkraftwerk noch ins Meer setzen, sag ich mal, ne? So. Okay, das ist also ein bisschen zwischen, ja. 20 Megawatt, super. Okay. Straßenmodus ist weg. Strom nochmal gucken. Das wird ja dann angezeigt. Ist leicht schwach, aber es funktioniert. Okay. Ist jetzt auf jeden Fall besser geworden. Allerdings sehe ich schon, das wird nicht alles gewesen sein. Ich glaube, da investieren wir nochmal so ein Ding. 18 Megawatt. Ist bereits belegt, da sind es 19, hier sind es irgendwo 20 Grad gewesen. Komm schon wieder grün werden, so passt. Gut, okay. Die Verstorbenen müssen immer noch transportiert werden. Ist der Friedhof denn hier hinten voll oder so? Nö, ein Drittel. Der andere muss wohl zu weit weg sein. Das ist wohl das Problem dann. Das könnte natürlich auch sein. Okay, wir müssen wieder hier ganz viel kaputte Industrie wegmachen. Was mir jetzt gerade äußerst nicht gefällt, sagen wir es wohl nicht, äußerst nicht gefällt, hört sich auch doof an, ne? Mir absolut nicht gefällt, dass das hier ist.
Warum passiert das immer wieder? Warum kann das nicht vernünftig laufen hier mit den Arbeiten? Da hinten ist doch alles schon im grünen Bereich, oder? So. Ungebildet, 6 Leute, das ist doch schon mal was. Selbst da sind noch Gebildete, das ist ja, geht ja gar nicht, ne? Strom ist überall vorhanden. Wasser ist auch da. Ja, sollten wir vielleicht mal hier in die Bildung gerade reingucken. Ja, ist doch wunderbar. Alles rot und braun. Hier ist doch auch schlechte Bildung. Ist doch auch gut. Und es klappt immer noch nicht. Die wollen immer noch mehr Arbeiter haben. Gut. Kann ich schon wieder durchfegen hier. Der Müll liegt auch auf der Straße. Auch nicht gut. Was passiert denn hier bei der Müllabfuhr, hm? Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte erstmal gucken, wie es hier läuft. 67% voll. Und dort? 100% voll. Und hier? Leerung stoppen wir jetzt erstmal. Wir brauchen jetzt erstmal den Müll hier. Was hat er denn für... Und das zweite? Gebäude leert sich, das ist also gut. Und der sollte voll werden, weil wir da ja jetzt gerade gesagt haben, ne? Budgetfenster rufen wir mal auf, aber da haben wir alles auf 100% stehen. Das ist ja auch gut so. So, dann haben wir hier noch eine Mülldeponie. Wie sieht's bei der aus? Gebäude leert sich. Müssen wir gerade erstmal Müll abtransportieren, hat ja keinen Sinn. Und hier unten war auch noch eins, irgendwo hier, da. Gebäude leert sich. Ah, das muss noch laufen. Hat man nicht noch? Ah, die MVA ist ja hier. Ja, aber die machen wahrscheinlich nur... Sag schon, direkte Verbrennung, ne? Okay, passt erstmal. Gut, da, das ist da oben schlecht, ne? Hier ist irgendwie auch was mit dem Strom noch. Da können wir mal gerade nach Wohngebieten... Wohngebieten, sage ich schon, nach Gewerbegebiet hier gucken. Wie sieht denn das aus mit einer Eisenbahn? Die wollen wir noch bauen, ne? Da ist der Verkehr. Eisenbahn können wir jetzt auch bauen. Was ist das? Ein Bahnhof. Und das hier ist ein Güterbahnhof, oder? Güterzugbahnhof. Und das hier ist ein regulärer Bahnhof dann. Kriege ich den denn da hin? Ach du Schande, der muss auch noch gleichzeitig neben der Straße platziert werden. Wie soll das denn funktionieren, ne? Okay. Dann müssen wir erst eine Straße bauen. Oh, ich habe schon Sorgen, dass das nicht klappt mit der Straße. Weißt du was? Ich probiere es erstmal so. Guck jetzt erstmal nach dem Bahnhof nochmal. Kriege ich das denn überhaupt irgendwo an der Straße gebaut, dass ich dann erst später den Gleisanschluss machen kann? Ja, sieht so aus. Gut, dann bedeutet das nochmal Straße und ich glaube erstmal die weg. Das sieht irgendwie doof jetzt gerade aus. Nochmal dahin. Machen wir erstmal so die Straße. Gucken jetzt nach dem Bahnhof. Ist ausgewählt. Passt.
Alle sind glücklich, obwohl noch gar kein Zug fahren kann, aber alle sind glücklich. So, da die Straße hin. Und von dort die Straße nach da. Passt. So, das ist schon mal okay. Und jetzt brauchen wir noch mal den Zuganschluss. Wegen so Gleise und so, ne? So, ist nur die Frage, ob da noch einer fährt, ne? Ach so, die muss ich auch noch selber machen, alles klar. Habe ich jetzt mich vertan? Nein, ne? Das ist ein richtiger Zug, so, ne? So, und so, ne? Neue Linie hinzufügen, ja. Und wo fährt die hin? Gute Frage, ne? Hier ist niemand. Das heißt, ich muss noch einen zweiten bauen, oder wie? Gut, okay, das machen wir, aber was ich machen wollte, ist ein Industriegebiet, ein Dingensgebiet kaufen, und zwar hier oben. Einfach aus dem Grunde, dass ich hier, irgendwo ist ja die Zuglinie, da hochfahren kann und da auf jeden Fall den, sag schon, das Industriegebiet auch bedienen kann. Das kaufe ich jetzt da oben. Da kann ich hier noch langfahren, das können wir erstmal so machen. So, da müssen wir schauen, wie das wird. Da war das. Okay, dann geht das hier rüber und da müssen wir mit dem Zug weiter abbiegen hier. Okay, das ist richtig ausgewählt, ja. So sieht das doch gut aus, oder? So, und da muss ich jetzt... Oh, das, wenn das klappt, ist natürlich richtig cool, ne? Ich probiere das mal aus. Yep. Super. Da können wir gleichzeitig Kosten sparen, indem wir diese Brücke nutzen. Und... mal hier hin. Und kriege ich das auch angeschlossen mit den Herrschaften da so direkt? Nö. So. Und hier würde ich mal gerne den Bogen rausnehmen. Okay. So. Ja, und dann soll das hier lang gehen. Und da müssen wir eine Brücke rüber haben. So. Lassen wir sie gleich oben und dann nehmen wir sie erstmal runter. Ich glaube, wir lassen sie oben, ne? So, und da runter. Und das lassen wir erstmal so. Dann haben wir den Zugverkehr geschafft. Und jetzt müssen wir nur sehen, wie wir den Güterbahnhof hier dann noch hinkriegen. Das sieht so aus. Okay. Und das heißt, Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Das heißt, ich mache da mal die Straße erst hin.
Und dann probieren wir nochmal den Güterbahnhof. Sieht jetzt nicht gut aus. Funktioniert so nicht. Die Straße da wieder weg. Und ja, nochmal was hin, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Gucken wir jetzt nochmal. Klappt so nicht. Probiere ich das mit der Straße da nochmal. Ne, das war schon richtig, ne? So, jetzt nochmal den Zug bzw. Bahnhof. Gut, passt. Anschließen. Geht. So. Brauchen wir noch die Straße gerade. Na komm, machen wir schon mal hier lang. Passt. Die andere kommt weg. Dann sieht das schon gut aus. Was wir hier machen, weiß ich noch nicht mit der Sackgasse. Haben wir ja zweifach. Aber wir können das abreißen. Und die Straße vielleicht da durchführen. Geht das? Sieht gut aus, ja? Gut. Passt. Hat geklappt. Gut. Es jingelt ganz viel. Das Wasserproblem haben wir. Das heißt, wir müssen gerade noch ein Wasserkraftwerk bauen. Aber wir können ja mal so einen Wasserturm irgendwo in die Landschaft setzen. Und zwar vielleicht hier hinten auch hin, oder? Hier? Hier ist gut, oder? Die nebenan fanden das jetzt nicht toll, aber... Pff. So, ist angeschlossen. Abwasser ist eher das Problem wie Zuleitung, aber das kriegen wir auch noch in den Griff. So. Gut. Haben wir's. Okay, Strom ist auch ein Problem. Wunderbar. Machen wir gerade auch noch ein Kraftwerk da ein. Gut. Und wir hoffen, dass jetzt besser wird. Okay, aber für die Folge soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.